Hallo und willkommen zurück. Tja, zu einer totalen, verwickelten Geschichte. Ihr seid wütend, wie nicht anders zu erwarten war. Ihr seid der Kaiser. Das war ich einst, aber ich bin es nicht mehr. Mein Name ist Varen Aquilarius. Und warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Warum diese Täuschung? In Wahrheit fürchtete ich, ihr würdet mich an Ort und Stelle töten, wenn ihr erfahren hättet, wer ich bin. Ihr hättet euch gewiss nicht so bereitwillig mit uns verbündet. Ich bin dafür verantwortlich, für all dies. Falls Molag Baal diese Welt vernichtet, so ist dies einzig und allein meine Schuld. Und ihr denkt, jetzt kann ich euch noch vertrauen? Oder Lyris, der ich hundertprozentig vertraut habe? Ihr dürft Lyris keine Schuld geben. Sie tat nur, was ich ihr sagte. Sie schwor, mich zu beschützen, doch sie ist doch eure Verbündete. Das verspreche ich euch hoch und heilig, Enselia. Sobald all dies vorüber ist, könnt ihr mein Leben beenden, falls ihr dann immer noch so hart über mich urteilt. Ich werde mich nicht dagegen wehren. Und nun? Was jetzt? Wir müssen Zaisahan finden. Alles hängt davon ab. Das stimmt. Ob ihr nun König seid oder nicht, die Gefahr bleibt bestehen. Ob ihr das alles angerichtet habt oder nicht, die Gefahr, sie bleibt bestehen. Was kann ich tun? In dieser Angelegenheit nichts. Abnur und ich müssen uns unterhalten. Wir nehmen später wieder Kontakt zu euch auf, sobald wir weitere Informationen haben. Ich habe Abnurs Treuebruch nicht vorhergesehen. Aber es ist mir durchaus recht. Manimarco fürchtet ihn. Und das aus gutem Grund. Er kann uns helfen. Dessen bin ich mir sicher. Eventuell. Heieiei, hier geht's rund, ne? Oh, wir haben einen Fertigkeitenpunkt erhalten, den wir auch sofort einsetzen. Und haben den Rang 3 bei der Seelenmagie. Und Rang 2 bei Blutrot. Und wir haben die Errungenschaft des Schloss des Wurms. Warte mal kurz. Wir gehen mal kurz in Fertigkeiten rein und schauen mal. Nee. Durchführen. Nee, ja, wir wollten zwei Waffen. Waffe mit Schild. Ja, nee, Waffe mit Schild ist schon gut. Sag mal, war doch irgendwas... Ja, hier geht nix. Na, es geht halt nix mehr, ne? Lug und Trug ist ja Quatsch. Kut. Moment, wir haben noch schlechter. Erhöht euren Waffenschaden und euren Magieschaden, wenn ihr Untote. Ja, die... Wir machen's. Aber wo war denn eigentlich... Hier, blutroter Altar. Ich habe gedacht, den kann man vielleicht noch steigern, aber kann man anscheinend nicht. Eure Todesstöße mit Waffen haben eine Chance, einen Seelenstein zu füllen. Ja, würde ich gern automatisch einen Seelenstein. Das machen wir mal. Obwohl, wir haben zurzeit keine leeren Seelensteine. Das müssten wir mal uns merken. Denn Liebe wäre mir was. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Wir hatten noch was. Irgendwo hatten wir noch was beim Volk? Stammesgild? Nee. Gilde? Kriegergilde? Ja. Den Schlechtern. Ne? Okay. Huch. Geht gleich los hier. Varen und ich haben viel zu tun, aber ihr und ich werden uns sehr bald wieder unterhalten. Lyris. Es tut mir leid, dass ich euch angelogen habe. Ich hoffe, wir können immer noch Freunde sein. Der Prophet, der war also die ganze Zeit über der Kaiser. Ich wollte euch die Wahrheit sagen, aber der Prophet... Varen hielt das nicht für klug. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Mir verzeihen.
Dir schon. Und der Schlag, der war gut. Doch, warum? Nachdem Manimako uns verriet, blieb Tarn weiterhin sein Schoßhund, damit seine Tochter Clivia am Thron festhalten konnte. Er ist ein verräterisches Schwein. Der Bastard hatte es verdient. Wir sollten wirklich auf ihn aufpassen. Was nun? Waren wird schon etwas einfallen. Vielleicht kann Tarn uns tatsächlich helfen, aber ich traue ihm immer noch nicht. Denkt an meine Worte. Er wird uns bei der ersten sich bietenden Gelegenheit in den Rücken fallen. Haltet am besten ein Auge auf ihn. So. Ja, ich würde ja auch gern mal in andere Provinzen irgendwie reisen, ne? Aber mit dem Boot geht es ja nicht so richtig. Ich glaube, ich werde mich mal jetzt um das Schmieden hier kümmern. Wir rüsten uns mal neu aus. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier, genau, dieses Waffenset. Wenn wir eine bessere zweihändige bekommen, dann nehmen wir die natürlich, aber zurzeit haben wir nichts. Und ich würde trotzdem mal den Magiekostenring, jups. Der ist nämlich irgendwie... Was ist das mal? Der da hier, ne? Ja. Ne, 70. 75. Zack. Gut. Außerdem haben wir hier noch was Schönes. Erhöht das maximale Leben erfüllt. Erhöht den Effekt von Rüstungsverzauberung. Gut. Wieso geht das, ne? Was haben wir jetzt hier dran? Wir haben jetzt 426, oder? Nee. Ich blick jetzt hier nicht durch. 458. Okay. Jups. Das sieht gut aus. So, dann verkaufen wir hier mal. Oh, ein Kunde. Darf ich euch unser Angebot an... Erstmal reparieren, wäre nicht schlecht. Und dann verkaufe ich noch den Müll hier. Zum Beispiel das hier. So, und ja, das... Nee, das hier verkauft man noch, ne? Okay. Und jetzt müssten wir eine Schmiede finden. Wo war denn hier die Schmiede? Ist dir das zufällig? Ihr habt da aber eine schöne Waffe. Ja, ja, das stimmt. Eine sehr schöne. Die war doch hier unten irgendwo, oder? Ach, hier. So, was sollen wir jetzt alles herstellen? Eine Eisenhaube. Mhm. So, jetzt habt ihr eine Schmiede. Das sieht aus hier wie eine... Das ist keine Schmiede. Das ist eine Schreinerei. Ah, eine Schweinerei ist das. wo war die Schmiede? Seht ihr sie? Hier. Nee, Kriegergilde. Magergilde. Wo ist denn hier unten die Schmiede? Schrein? Ah, wo zum Henker? Wo zum Henker? Warum sollte man so etwas nur tun? Wo zum Henker ist hier die Schmiede? Ich ziehe mich nur um. Erledige meine Pflicht. Hä? Jetzt darf ich suchen mal die Schmiede ohne euch, weil irgendwie... Das ist hier auf alle Fälle die Schreinerei. Aber ich denke, warte mal, die war hier... Boah. Boah. Ah. Puh. Puh. Ah. Sa und ab. Ah. Puh. Ich glaube, hier oben war die. Soweit ich mich noch erinnern konnte. Nee. Hier oben ist die Truhe. Aber keine Schmiede. Ah, hier. Okay, haben wir es geschafft. Wie sieht man das auf der Karte? Ach so. Gut, dann stellen wir uns auch hier mit rum oder können wir auch woanders hin? Müssen wir da unbedingt hier ran? Können wir uns... Wir nehmen uns die Schmiede. Nee, kann man natürlich nicht nehmen. War mir klar. Ja, dann müssen wir uns auch hier um den Mist herumstellen. So, was sollen wir... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach, ich habe es vergessen. Tut mir leid. Eisenhaube irgendwie, ne? Zwei Eisenhauben und fünf Dolche.
Eisenhaube. Das ist eine Eisenhaube. Okay, zweimal bitte. Wo kann ich das einstellen? Na, was soll's. Einmal. Zweimal. Okay, dann hätten wir das. So, 5 Dolche bräuchte man noch. Dolch. Eisendolch. 5-mal bitte. 1. Hallo? Wollen Dolch. Wir haben erst einen hergestellt. Hä? Keine Waffenart verfügbar? Warum? Haben wir nicht genug Material? Was fehlt uns? Mangan! Sagt nicht, uns fehlt Mangan. Mangan. Von wem bekommen wir jetzt Mangan? Von niemandem, ne? Wartet mal, Handwerksgegenstände kaufen. Achso, im Kronenshop. Nee, im Kronenshop will ich das nicht. Mangan. Sag mal. Mangan hätte ich gerne. Ist hier irgendein Mangan-Händler, du vielleicht? Ein Maul aus Kieferknochen. Nee, Schneider ja, natürlich. Ist schlecht. Hast du Mangan? Moment mal, du hast auch jede Menge Zeugs. Aber kein Mangan, oder? Grund? Doch, Mangan. So, wir brauchen 4 Mangan. Ja, gut. Wir brauchen mehr Mangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann nimm mal 10. War das Mangan? So, was brauchen wir noch überhaupt? 2 Eisenschulterschutz. So, ich glaube, wir sind wieder im Geschäft. Materialien im Besitz. Dolch. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt schon? Wie viel haben wir denn jetzt schon hergestellt? Ich schau mal kurz. 4. Wir brauchen noch 2 von den Eisenschultern Schutz. Okay. Eisenschulter. Hier, ne? Eisenschulterschutz. 2 davon. Dann hätten wir noch einen. Und ich glaube, das war's. Liefer den Handels. Posten des Konsortiums abgeschlossen. Okay. Wo ist dieser Handelsposten des Konsortiums? Hier drüben. Ja, dann gehen wir mal eben wieder rauf. Ich habe einen Kater von der Größe Syrodis. Ja. Meint ihr jetzt einen Kater, der dann ein Tiger ist? Oder einen kleinen, ja, eine kleine Beschwipstheit? Lauf doch nicht direkt durch mich durch! Ich meine, das ist doch... Na, das ist wie wenn... Moment. Wir müssen... Jo, so ein bisschen uns links halten. Da, schaut hin, ne? Genau. In der Stadt? Weiß nicht. Da widerstrebt es mir, ich sag's ganz ehrlich, es widerstrebt mir total. Sagt's. Mit dem Pferd zu reiten. Sagt mal. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier runter, ne? Zum Hof. Wir schauen noch mal kurz auf die Karte, damit wir auch richtig sind. Kürzen wir mal ein bisschen ab hier. Ja, die Frage ist, ob man hier einfach so reisen kann, ne? Ich glaube, hier runter müssen. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo anders hinreisen können. So, dann hier zum Große. Okay, was unterschreibt das Liefermanifest? What?
Also die Schmiede, also Schmiede, ich sag mal, das ist gut. Das sollten wir öfter machen. Ich habe gehört, die Straßen seien nicht sicher. Zum Glück wird euer Paket Affenmagie auf dem Seeweg transportiert. Ja, ja. Die Affenmagie wird besser. Werden besser, ne? Ihr merkt's. So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Ja, das geht gar nicht. Ja, wir könnten die Gräfin, das ist richtig. Sonst haben wir sehr wenig Möglichkeiten hier, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Wir könnten mal schauen, ob wir hier irgendwo mit dem Schiff hingelangen. Ich glaube zwar eher nicht. So, zu einem anderen Kontinent. Wie kommt man denn zu einem anderen Kontinent? Sonst. Das ist das Schiff der Kriegergilde. Ja, hier ist ja niemand. Ne, das sind alle Schiffe der Kriegergilde. Mhm. Ja, gibt es hier nicht irgendwo ein Handelsschiff oder irgendein Schiff, was uns mitnimmt? Nach, keine Ahnung, Himmelsrand zum Beispiel, wäre mal interessant. Oder? Wäre doch mal toll, irgendwie. Bin mir jetzt nicht sicher. Belästigt die Hafenarbeiter nicht. Sie haben eine Menge Arbeit und keine Zeit zum Plaudern. Ich suche ein Schiff, das mich fortbringt. Hafenmeister. Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr warten oder mit meinem Mitarbeiter reden. Ich schlage vor, ihr wartet. Oder geht. Tja, ich gehe mal besser. Schon wieder wurde eine meiner Ladungen aufgehalten. Angeblich gibt es Probleme in Kamlorn und Altfelden. Das ist wirklich ärgerlich. Nein, eigentlich sind die Probleme gelöst. Mehr oder weniger. Ja, die sind normalerweise gelöst, ne? Das ist echt ein bisschen doof hier. Hier haben wir noch den Dolchunterschlupf. Gehen wir da mal kurz rein in den Dolchunterschlupf? Obwohl, warum? Weihekron der Finsternis. Südstege. Müssen wir zu den Südstegen? Weil hier ist so ein riesiger Ankerplatz, ne? Wir versuchen es nochmal hier. Schauen wir nochmal hier entlang. Ob eventuell... Moment, der kann uns doch irgendwo hinbringen, oder? Mal schauen. Mit was kann ich dienen? Kann ich eine Überfahrt haben? Das hängt davon ab, wohin ihr wollt. Das hier ist ein Arbeitsschiff. Wir segeln nicht kreuz und quer über Tamriels Meere. Wohin segelt ihr denn? Von hier aus fahren wir nach Stros Mekai. Ein kniffliges Ding, aber wir sollten es noch vor dem Wetterumschwung schaffen können. Nee. Ansonsten könntet ihr auch in die Stadt gehen. Euch die Beine ein wenig vertreten, einen Humpen vom hiesigen Bier kosten. Es liegt bei euch. Mekai. Haben wir in Stros Mekai eigentlich alles erledigt? Könnten wir wieder nach Stros Mekai? Wart ihr schon mal in Betnik? Ich kann euch in einem Stück dorthin bringen. Ziemlich sicher. Sehr wahrscheinlich, aber keine Garantien. Betnik, ja. Betnik waren wir schon mal. Was noch? Von hier aus fahren wir nach Stros Mekai. Ja, nee, ja. Wollen wir nach Stros Mekai? Ich schau mich mal in Stros Mekai kurz um, ob da noch was ist. Aber, ja, es wird heute ein bisschen eine kürzere Folge, ne? Wie ihr seht. Ciao. Moment. Hallo? Ich könnte mich daran gewöhnen, mit euch zu reisen. Es ist niemals langweilig, das gestehe ich euch zu. War denn nicht gerade noch auf dem Schiff in Wegesruhe? Und da, schaut hin. Was sagt Irian dazu? Das macht wirklich richtig Spaß.
Seht, wie er sich windet. Wir haben uns alle geeinigt. Er wird sich für das eine oder das andere entscheiden. Oder wir werfen ihn über Bord. Ja, genau. Die Ironie ist köstlich. Ihr könntet sie mit einem Messer schneiden. Oder mit etwas anderem, was das angeht. Hatten wir das schon mal? Habe ich das schon mal? Da ist ja, ach, da ist ja Neramo. Ach, der ist da drüben. Okay. Ja, dann Stross McKay, oder? Ciao, ciao für heute. Eins muss ich euch ja noch zeigen. Ich weiß, es ist jetzt nicht zum Lachen. Ich bin mal auf Stross McKay, da gibt es nichts mehr. Ne? Aber eins muss ich euch einfach noch mal zeigen hier. Das haben wir das letzte Mal gar nicht gesehen. Ne? Das Meer ist meine Latrine. Genau. Und vor allen Dingen... Hey, holt mich hier raus. Ja, wie? Wie? Lasst mich nicht hier drin sterben. Oh, auf alle Fälle bis zur nächsten Flut, ne? Ich weiß nicht, ob hier die Flut... Das könnte für dich der Untergang sein, mein Freund. Ja. Aber da ist noch was. Aber das machen wir das nächste Mal. Ich suche ein... Halt, wartet mal. Ist immer falsch. Ich suche ein Abenteuer. Na, das hat doch auch noch mit dort gestanden bei den Gesprächsoptionen. Der wird uns wieder umreiten, schätze ich. Der Psyron wird uns um... So, wir bleiben erstmal hier und wie gesagt, ciao, ciao.